Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen AutoCAD-Webinar zum Thema parametrisches Arbeiten in AutoCAD oder AutoCAD LT. Ja, es geht also heute um die Abhängigkeiten oder die Parametrik. Das heißt, ja, es geht darum, wie kann ich bestimmten Bauteilen bestimmte Zwänge zuweisen und diese in Zwängen unterwerfen. Deswegen habe ich auch hier so als kleine Illustration diese Handschellen dabei gegeben. Es geht also darum, halt die ja, das Verhalten von bestimmten Bauteilen oder Zeichnungsobjekten einzuschränken. Okay, das ist ein weiteres Webinar aus unserer Reihe Beyond the Basics. Das heißt, wir schauen so ein bisschen über den Tellerrand auf die erweiterten Funktionen. Die Parametrik geht da durchaus schon so ein bisschen ans Eingemachte und ist nicht so ganz bei den Basisbefehlen zu finden. Es ist auch hauptsächlich eine Thematik, die Sie in der AutoCAD-Version, also der AutoCAD-Standard-Version treffen werden, im Gegensatz zu AutoCAD LT. In AutoCAD LT, da kommen wir dann auch zu, ist diese ganze Funktionalität relativ eingeschränkt und auch das werden wir aber heute beleuchten, wo da genau die Unterschiede bestehen zwischen diesen beiden Versionen. Ja, bevor wir loslegen, noch kurz zum Vorgabeteil. Mein Name ist Holger Klöcker. Ich bin Senior Product Support Specialist hier bei Autodesk im Kundensupport. Neben den Produkten AutoCAD und AutoCAD LT auch zuständig für die Produkte aus dem Architekturbereich, also AutoCAD Architecture, Revit und Navisworks. Zusammen hier mit mir wird heute präsentieren mein Kollege Carsten Sänger, der sich so ein bisschen um die Fragen und Antworten kümmern wird und im Hintergrund tätig ist, um Ihnen da schon im Laufe der Präsentation die Fragen direkt zu beantworten. Ja, damit sind wir auch schon bei dem Hinweis. Sie sollten also nicht zögern, direkt Fragen schon während der Präsentation, die auftreten sollen, in diesem Fragen- und Chatfenster, was Ihnen eingeblendet ist, zu stellen. Und mein Kollege wird dann versuchen, diese so gut wie möglich bereits dann, während die Präsentation läuft, zu beantworten. Wir haben dann am Schluss noch eine ausgewiesene Frage- und Antworteinheit, wo wir dann noch auf alle offenen Fragen, die noch da bis dahin aufgelaufen sind, dann eingehen werden. Diese Präsentation wird aufgezeichnet, die Aufzeichnung läuft bereits und Sie haben hinterher die Möglichkeit, diese dann herunterzuladen und sich nochmal in Ruhe anzusehen. Wir werden Ihnen im Anschluss eine E-Mail schicken, wo Sie genau aufgelistet finden, wo Sie diese Aufzeichnung und die zusätzlichen Materialien als Download finden. Das ist also hier unten angegeben, diese Autodesk Box Location. Daneben, neben der Aufzeichnung, finden Sie auch die PowerPoint und Zusatzmaterial zum Download verfügbar. Darüber hinaus ist diese Präsentation dann auch als Video auf YouTube aufrufbar im Anschluss. Ja, noch ein Hinweis auf unsere Webseite. Es lohnt sich also immer mal auf unserer Help-Webinar-Webseite vorbeizuschauen. Da finden Sie eine Auflistung von allen Produktsupport-Webinaren, die wir anbieten. Also nicht nur die AutoCAD-Webinare, sondern wir bieten für eine ganze Reihe von Produkten diese Hilfe-Webinare an. Und das lohnt sich also durchaus nochmal reinzuschauen und zu gucken, ob da was bei ist, was Sie interessiert. Da sind Sie also herzlich eingeladen, da gerne dran teilzunehmen. Man muss sagen, dass die meisten Webinare, die dort aufgelistet sind, in englischer Sprache angeboten werden. Der Großteil der Webinare ist also nur in englischer Sprache. Wenn Sie das nicht abschreckt, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich das anzusehen. Und Sie finden dort auch neben der Ankündigung für künftige Webinare die Aufzeichnungen im Zugriff von früheren Webinaren, auch die deutschsprachigen AutoCAD-Webinare wie dieses. Sie können dort Feedback hinterlassen zum aktuellen Webinar, was Ihnen gut gefallen hat, was Ihnen vielleicht nicht so gut gefallen hat oder wenn Sie konstruktive Vorschläge haben für künftige Webinare, sind wir da sehr dankbar für und natürlich auch Wünsche zu gewissen Themen, was Sie gerne behandelt haben möchten. Ja, wenn Sie also sagen, ich möchte gerne mal etwas mehr zum Thema Plotten hören, dann ja, sind wir da durchaus offen für und das ist also der Weg, wie Sie das loswerden können und diesen Wunsch an uns richten können. Sie können also dort im Forum das entsprechend hinterlassen oder indem Sie uns einfach eine E-Mail schreiben an diese Adresse, die hier angegeben ist, autodesk.help.webinars@autodesk.com. Und wenn Sie da in den Betreff schreiben, erweitern Sie Ihren AutoCAD-IQ, ist auch sichergestellt, dass es dann bei dem richtigen Adressaten landet. Ja, hier haben wir noch kurz eine Auflistung der vergangenen Themen, die wir im Rahmen dieses deutschsprachigen Webinars Ihnen präsentiert haben. Das heißt, wir haben jetzt hier schon eine ganze Reihe von Themen behandelt. Zuletzt haben Sie ja von meinem Kollegen Carsten Sänger das Thema gesehen, Linientypen, wie diese behandelt werden in
AutoCAD davor schon einige Themen zu Tabellen, Stile im Allgemeinen, Layer und so weiter. Und das wird natürlich entsprechend fortgesetzt. Also diese ganzen Themen finden Sie im Zugriff im Download-Bereich, den ich Ihnen vorher genannt habe und den Sie auch in der E-Mail finden. Und wir bieten Ihnen auch einen YouTube-Channel. Es gibt also einen YouTube-Channel zum Thema Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-IQ. Und wenn Sie da in YouTube das als Suchbegriff eingeben oder auch in Google einfach, dann kommen Sie da in diesen Kanal und finden dort auch die Aufzeichnungen zu den vorherigen Webinaren. Oder indem Sie einfach diesen Link hier klicken aus der PowerPoint, die Sie ja im Anschluss dann bekommen. Okay, schauen wir noch kurz, was sich getan hat im Autodesk Knowledge Network. Da finden Sie eine Auflistung von den, ja, den heißen Themen quasi rund um AutoCAD und auch anderen Produkten. Das heißt, da veröffentlichen wir quasi in Echtzeit, ja, was wir so an Lösungen für Sie parat haben. Sie finden dort einen Download-Bereich mit aktuellen Hotfixes und Service-Packs neben AutoCAD und AutoCAD LT auch zu anderen Produkten. Das heißt, wenn Sie in irgendwelche Fehler auftauchen, dann lohnt es immer, dort mal vorbeizuschauen und zu gucken, ob für dieses spezifische Problem, was Sie jetzt gerade feststellen, vielleicht sogar irgendeine Art von Dokumentation vorhanden ist oder vielleicht sogar ein Hotfix installiert vorhanden ist. Man muss sagen, wir sind dabei, diese Knowledge Base zu lokalisieren. Das heißt, Sie werden dort jetzt auch die ersten Artikel finden, die in Deutsch vorhanden sind, also nicht nur in englischer Sprache, wie das hier aufgelistet ist, sondern auch in Deutsch. Und ja, diese Anzahl wird also stetig größer des Inhaltes, der dort in deutscher Sprache vorhanden ist. Okay, dann kommen wir zum eigentlichen Thema, beziehungsweise bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, habe ich wie immer noch Fragen an Sie. Ja, Sie kennen das ja unter Umständen schon, beziehungsweise das ist auch schon die erste Frage. Kennen Sie das schon? Ist dies Ihr erstes Autodesk Help Webinar? Ja, wenn Sie uns dazu kurz eine Antwort geben, dann sind wir da sehr dankbar für, einfach aus statistischen Zwecken, dass wir sehen, wie so ja, die Akzeptanz quasi ist dieser Webinare, ob das für Anwender hilfreich ist, ob Sie dann wiederkommen und quasi dann auch nochmal ein wiederholtes Mal dabei sind. Das ist also hilfreiche Information einfach für uns für die Statistik. Okay, und da sehe ich schon, für die meisten von Ihnen, für den allergrößten Teil, ist es nicht das erste Mal. Das freut mich natürlich, dass Sie da wiederkommen und da anscheinend auch einen gewissen Mehrwert drin sehen. Okay, vielen Dank dafür. Und dann direkt im Anschluss noch eine zweite Frage, und zwar, mit welcher AutoCAD-Version arbeiten Sie? Und AutoCAD-Version ist hier nicht die Versionsnummer gemeint, sondern quasi mit welcher AutoCAD-Ausrichtung. Also haben Sie das AutoCAD LT, also die etwas abgespeckte, leichte Version, sage ich mal, das Standard AutoCAD. Oder benutzen Sie eins der, was wir nennen, vertikalen Ausrichtungen, also AutoCAD Architecture oder AutoCAD MEP oder AutoCAD Map oder AutoCAD Civil. Ja, auch das ist für uns ganz hilfreich, wenn wir die Auswahl der zukünftigen Themen vielleicht zusammenstellen, aus welcher Richtung sie da so kommen. Ja, und jetzt sehe ich, dass ja, wir wirklich eine bunte Mischung haben. Es ist quasi fast gleich aufgeteilt zwischen den Anwendern für AutoCAD LT, AutoCAD und AutoCAD Architecture oder MEP. Okay, dann auch vielen Dank dafür. Dann schließe ich das. Und ja, wir legen jetzt tatsächlich mal los mit dem parametrischen Arbeiten in AutoCAD oder AutoCAD LT. Was verbirgt sich genau dahinter? Also Parametrik oder Abhängigkeiten, grob gesagt, ist das eine Möglichkeit, Elemente in AutoCAD miteinander in eine gewisse Verbindung zu bringen. Das werde ich Ihnen gleich zeigen. Es gibt grob die Unterscheidung zwischen geometrischen Abhängigkeiten und Bemaßungsabhängigkeiten. Ja, und diese beiden Bereiche werden wir auch nacheinander behandeln. Das heißt, bei den geometrischen Abhängigkeiten schauen wir uns zunächst an, welche verschiedenen Typen der Abhängigkeiten es gibt. Und ja, die werde ich Ihnen dann nacheinander demonstrieren. Und bei den Bemaßungsabhängigkeiten schauen wir uns das auch an und wo auch der Unterschied besteht zu einer normalen AutoCAD-Bemaßung. Dann im Anschluss als letzten Teil, ich hatte Ihnen das ja schon gesagt, wenn Sie mit AutoCAD LT arbeiten, sind die Möglichkeiten, die Sie mit der Parametrik haben, etwas eingeschränkt. Und auch das schauen wir uns da genau an, wie das dann aussieht, wenn Sie in AutoCAD LT mit der Parametrik arbeiten wollen. Okay, sehen wir, wie es geht. Gehen wir direkt in das Programm rein. Das heißt in diesem Fall hier das
AutoCAD. Ich habe dann hier eine, ja, so eine Vorgabezeichnung, das soll also ein Grundriss, Umriss sein. Im Prinzip haben Sie hier das reine AutoCAD, so wie Sie standardmäßig installiert haben. Die ganzen Parametrikbefehle finden Sie hier auf der Registerkarte parametrisch. Ja, wenn Sie diese Registerkarte nicht angezeigt bekommen, können Sie die relativ einfach öffnen, indem Sie einfach in so einen leeren Bereich der Multifunktionsleiste klicken und hier sicherstellen, dass unter Registerkarten anzeigen parametrisch markiert ist, und dann sollte diese Registerkarte angezeigt werden und Sie können darauf zugreifen. Ja, grob, diese Registerkarte hat also gleiche Unterteilung, wie ich das schon vorher erwähnt habe. Sie haben also hier in diesem Bereich, in diesem Panel hier diese Befehle für die geometrische Abhängigkeit, ja, also alles, was sich hier befindet, und in diesem Bereich die Befehle für die Bemaßungsabhängigkeit. Ja, und dann zusätzliche Befehle für die Verwaltung, die wir uns auch ansehen. Wir beschäftigen uns jetzt zunächst mal hier mit den Befehlen für die geometrische Abhängigkeit. Ja, und was bedeutet das genau? Sie haben also die grundlegenden Typen von Abhängigkeiten hier aufgelistet in diesem Bereich hier. Das heißt, hier gibt es also zusammenfallend, kolinear, konzentrisch, fest, parallel, lot, horizontal und so weiter. Ja, ich zeige Ihnen das mal kurz an ein paar Beispielen, was das genau bedeutet, wenn ich jetzt einfach mal hier loslege und zum Beispiel hier zwei Linien zeichne. So, dann sind das zwei einfache Linien, und ich kann Ihnen sagen, die sollen nun verbunden werden mit dem Parameter zusammenfallend. Ja, zusammenfallend bedeutet, dass ich Ihnen sage, okay, diese sollen verbunden werden, ähnlich wie das bei einer Polylinie vielleicht ist, und das soll eine gewisse Dynamik haben. Ich wähle das also an und bekomme dann die Eingabeaufforderung, das erste Objekt zu wählen. Das wähle ich also hier, und dann das zweite Objekt und wähle das da, und dann habe ich so eine Parametrik erstellt, dass nämlich diese Linien quasi an diesen Punkten zusammenhängen. Und Sie sehen, dass wenn ich jetzt diese Linie zum Beispiel verändere, wenn ich den Punkt jetzt rumschiebe, ja, dann sehen Sie, bleibt die andere Linie daran bestehen. Ja, es ist also so ähnlich wie bei einer Polylinie, können Sie sagen. Ein anderes Beispiel vielleicht, wenn ich nochmal zwei weitere Linien zeichne. Und würde jetzt hier den Parameter lotrecht auswählen. Dann wähle ich also die erste Linie und die zweite Linie. Ja, dann sehen Sie, ja, was passiert ist. Diese Linie hat sich quasi gedreht, sodass sie lotrecht auf diese vorherige Linie zeigt. Und wenn ich jetzt diese Linie entsprechend verändere in der Ausrichtung, also im Winkel, dann verändert sich auch die zweite Linie so, dass sie immer im lotrechten Winkel zu der ersten Linie bleibt. Ja, das ist im Prinzip die Grundsätze der Parametrik, ja, dass ich also Elementen sage, wie sie sich zueinander zu verhalten haben. Jetzt ist es so, dass es da so gewisse Regeln bei gibt. Wenn ich jetzt nochmal das Ganze hier lösche und würde jetzt so eine Polylinie hier zeichnen und nochmal hier einfach zwei Linien, dann kommen wir nochmal zurück auf den einfachsten Parameter, das zusammenfallend. Da wähle ich ja zwei Objekte an, und die grundlegende Regel bei dieser Parametrik immer ist, dass das zweite Objekt, was ich auswähle, passt sich dem ersten Objekt an. Das heißt, das erste Objekt, was ich auswähle, bleibt eigentlich immer gleich, und das zweite Objekt wird entsprechend angepasst. Ja, bei dem Zusammenfallen bedeutet das jetzt so, dass ich hier die Linie auswähle und diese Linie bleibt eigentlich dann unverändert. Bei der Linie, wenn ich die auswähle, dann passt die sich also entsprechend an und springt dann hier rüber. Und jetzt sehen Sie, warum ist die jetzt hier auf die Mitte gesprungen? Das ist eine Besonderheit bei dem
zusammenfallen Parameter, denn da, wenn Sie genau hinsehen, kann ich beim Auswählen des Objektes bestimmte Punkte angeben. Das heißt, ich kann hier sagen, mit welchen Punkten diese Linie verbunden werden soll. Also zum Beispiel hier der obere Endpunkt. Ja, Sie sehen, das ist jetzt hier so rot hervorgehoben. Wenn ich die Linie also da anwähle und die zweite Linie auch an dem oberen Ende quasi anwähle, dann sehen Sie, aha, dann werden die beiden Linien an diesem Punkt miteinander verbunden. Schauen wir uns mal dieses Beispiel hier an, den Parameter für das Lot zum Beispiel. Ja, da sage ich also zum Beispiel, diese beiden Linien sollen lotrecht zueinander sein. Also diese Linie wähle ich aus und diese Linie. Zack. Ja, dann sehen Sie, hat sich hier ein rechter Winkel gebildet. Ich wiederhole das Ganze hier und hier. Ja, das ist sowieso schon fast ein rechter Winkel. Und dann noch hier oben und hier oben. Ja, so. Das heißt, ich habe jetzt hier gesagt, diese drei Winkel sollen entsprechend rechte Winkel sein. Wenn ich jetzt diese Linie hier verändere, sehen Sie, aha, die anderen Elemente passen sich entsprechend an, sodass immer rechte Winkel bestehen bleiben. Ja, es ist also fast wie ein Block, kann man sagen. Ja, schauen wir uns an, wenn Sie jetzt hier hingehen und so ein Element hier haben. Ja, hier kann ich jetzt sagen, okay, das kann ich jetzt durchparametrisieren, kann ich jetzt bestimmte Parameter setzen hier an den Ecken, dass es rechte Winkel sein sollen und so weiter. Aber ich habe auch hier eine Funktion für die Autoabhängigkeit. Ja, das heißt, da kann ich mit einem Befehl quasi einer ganzen Gruppe von Elementen automatisch eine Parametrik zuweisen. Und wenn ich das mache, dann würde ich zunächst mal in die Einstellungen gehen, bevor ich die Elemente auswähle. Ich kann also hier die Einstellungen als Option aufrufen. Und dann sehen Sie hier für die Autoabhängigkeit kann ich verschiedene Einstellungen treffen. Zunächst mal, welche Parametrik überhaupt angewendet werden soll, ja, indem ich hier diesen Haken setze und dann die Reihenfolge bestimmen, also die Priorität quasi, in der diese Parametrik angewendet werden soll. Also zuallererst zusammenfallen, dass also Linien miteinander verbunden werden. Dann als zweites kolinear, das heißt, dass sie in einer gedachten Ebene liegen. Als drittes, dass sie parallel zueinander liegen. Als viertes lotrecht und so weiter. Ich kann auch die Reihenfolge ändern, indem ich das hier nach oben oder nach unten verschiebe. Oder kann halt das Ganze zurücksetzen auf die Vorgabeeinstellung. Ich zeige Ihnen mal, wie das Ganze aussieht, wenn ich jetzt hier hingehe und OK sage und jetzt ja, diesen Grundriss hier, einfach alle Elemente, das sind einzelne Linien und Kreisbögen, auswähle und mit einer gewissen Parametrik versehe. Ja, dann sehen Sie, das kommt wahrscheinlich durch die Bildschirmübertragung nicht so ganz optimal rüber. Aber ja, ich habe also hier diese Linie zum Beispiel ist mit einer Parametrik parallel versehen worden. Ja, und diese Linie wurde gesagt, soll parallel sein zu der Linie hier hinten. Das wird also gehighlightet und zu den Linien hier. Dann ein rechter Winkel, ja, soll bestehen zwischen diesen beiden Linien. Das ist entsprechend angegeben worden. Eine weitere Kolinearität, also die Linien sollen in einer gedachten Flucht liegen, in einer Ebene zwischen diesen beiden Linien, die hier vor und nach dem Kreisbogen liegen. Genauso hier unten auch eine Kolinearität. Diese Linien sollen also auf einer gedachten Ebene liegen. Das heißt, AutoCAD arbeitet nach der Maßgabe, so viele Parameter wie nötig anzuwenden und so wenig wie möglich. Das heißt, man läuft auch schnell Gefahr, das Ganze über zu parametrisieren, dass man halt einfach zu viele Parameter anbringt und das Ganze dann irgendwelche Fehler verursacht. Ja, was bewirkt das Ganze jetzt? Ich kann mal hier hingehen und zum Beispiel diese Linie jetzt verändern. Ja, Sie sehen, das kann ich also innerhalb dieser Parametrik, innerhalb dieser Regeln, die ich angewendet habe, entsprechend verschieben hier. Ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, bei diesem Erker oder was es sein soll, diese beiden Linien möchte ich gleich haben. Es gibt so einen Parameter, der sagt gleich. Da sage ich also, diese Linie hier soll gleich sein mit dieser Linie.
Ja, und das bewirkt jetzt zum Beispiel, dass Sie sehen, dass sich so eine Symmetrie ergibt. Ups. Na. Das ist jetzt nicht ganz so ideal, das Beispiel. Ich habe es wahrscheinlich schon, was ich Ihnen vorher sagte, überparametrisiert. Okay, ja, Sie sehen, dass bei den, wenn ich diese Parameter zuweise, sich so eine bestimmte Symbolik ergibt. Das heißt, ich habe dann jeweils hier diese kleinen Vorschausymbole oder diese kleinen Leisten, die dann angeben, mit welcher Parametrik dieses Element versehen ist. Das Ganze kann ich steuern. Ja, vorgabemäßig ist also das eingeschaltet, sodass halt diese Symbole da quasi erscheinen, wenn diese Parameter zugewiesen wird. Ich kann diese Symbole aber auch ein- und ausschalten. Ich kann sie pro Element ein- und ausschalten, indem ich einfach draufgehe und mit rechts klicke und sage ausblenden. Oder ich kann sie insgesamt ausblenden. Ja, dann sage ich alle ausblenden. Das ist damit unter sehr gefährlich, wenn Sie so eine Zeichnung bekommen, wo diese Elemente ausgeblendet sind und Sie sehen, das verhält sich also ein bisschen merkwürdig. Ja, dann ist da so eine Parametrik hinter, was auf den ersten Blick aber vielleicht nicht unbedingt ersichtlich ist. Ja, Sie sehen das auch, wenn Sie die Elemente überfahren, dann wird am Cursor so ein ganz kleines Zeichen angezeigt. Und das bedeutet auch, das weist darauf hin, dass hier auch mit einer Parametrik gearbeitet wurde. Ich kann dann wieder sagen, alle anzeigen und dann werden die Elemente entsprechend wieder angezeigt. Okay, dann, ja, was haben wir noch? Sie haben zum Beispiel einen Parameter für horizontal. Wenn ich den jetzt anwähle und sage, diese Linie hier unten soll horizontal sein, dann richtet sich dieser Grundriss dann entsprechend so aus. Ja, und ich kann das Ganze entsprechend hier umformen. Und so weiter. Gut, schauen wir uns an die erweiterten Einstellmöglichkeiten für die geometrischen Parameter. Wenn ich also hier mal auf diesen Erweiterungspfeil klicke bei den geometrischen Parametern, dann gibt es hier einige Einstellmöglichkeiten. Was ganz interessant ist, ich sehe unten diese Möglichkeiten für die Abhängigkeitsleisten nach dem Anwenden von Abhängigkeiten auf ausgewählte Objekte anzeigen oder Abhängigkeitenleisten bei Objektauswahl anzeigen. Ja, hört sich jetzt furchtbar kompliziert an. Was im Prinzip das bedeutet, ist, wenn ich das mal ausschalte, ja, und hier jetzt nochmal Parameter verwende und jetzt hier einen neuen lotrechten Parameter setze zum Beispiel, dann wird er platziert und es erscheint zunächst mal kein Symbol. Ja, das ist, weil ich hier diese Option gesetzt habe, nach dem Anwenden sollen diese Abhängigkeitsleisten, also diese kleinen Vorschausymbole angezeigt werden. Das habe ich hier nicht markiert. Ja, das heißt, weil dann wird als Vorgabe quasi neu platzierte Parameter werden als nicht sichtbar für dieses kleine Symbol dann angezeigt. Ich kann aber sagen, Abhängigkeiten leisten bei Objekteauswahl anzeigen. Das heißt, wenn ich hier das Objekt auswähle, dann wird quasi bei Auswahl so einer Linie, der eine gewisse Abhängigkeit zugewiesen ist, dieses Vorschausymbol angezeigt. Ja, oder ich sage einfach alle anzeigen hier über das Kontextmenü und dann bekomme ich einfach alle angezeigt. Diese Symbole werden nicht geplottet. Das heißt, das handelt sich hier um die reine Bildschirmdarstellung für diese Parametersymbole. Okay, schauen wir uns noch an, was es noch für weitere Abhängigkeiten gibt. Wenn ich hier mal reingehe, ja, haben Sie jetzt hier zum Beispiel so einen Kreis und einen Kreisbogen.
Da kann ich sagen, ich möchte hier den konzentrischen Parameter anwenden. Das heißt, den wähle ich aus. Das erste Objekt ist wieder das, was fixiert bleibt. Und das zweite Objekt, also dieser Kreisbogen, richtet sich dann nach diesem Objekt aus. Ja, und da sehen Sie, dieser Kreisbogen hat jetzt den gleichen konzentrischen Mittelpunkt wie dieser Kreis. Und das bewegt sich auch aus, wenn ich jetzt von diesem Kreisbogen zum Beispiel den Radius ändere, indem ich den einfach ein bisschen stauche oder strecke. Ja, dann sehen Sie, der Mittelpunkt würde entsprechend wandern und dementsprechend auch der Kreis, auf dem dieser Mittelpunkt sitzt. Ja, das ist also hier die Parametrik, die konzentrische Parametrik. Dann habe ich einen Parameter für die Tangente. Ich kann also sagen, eine Kurve oder ein Kreis und eine Linie sollen sich immer tangential zueinander verhalten und berühren. Ich wähle also den Kreis an und die Linie und dann wird quasi diese Linie tangential daran ausgerichtet und die beiden sind nun quasi miteinander verbunden und wenn ich diese Linie ja, jetzt bewege, irgendwie ändere, dann würde sich der Kreis entsprechend dann auch da anpassen, sodass diese immer tangential zueinander bleiben. Glätten ja, ist so ein Parameter, wo ich sagen kann, ich möchte zwei Splines oder zwei Kreisbögen miteinander verbinden, sodass sich daraus eine glatte Kurve ergibt. Ja, wie das aussieht, zeige ich Ihnen mal hier. Ich habe also hier einen Spline, einen zweiten Spline und wenn ich die mit dem Parameter glatt verbinde, wähle ich also den ersten aus und den zweiten und dann ja, werden die so quasi fließend miteinander verbunden. So eine Spline gehorcht ja auch ganz eigenen Regeln und das ist also unter Umständen nicht so ganz einfach, die fließend miteinander zu verbinden. Das können Sie dann da machen, wenn es denn unbedingt zwei getrennt voneinander, zwei einzelne Objekte bleiben sollen, was sie eben auch hier sind. Ja, oder ich kann das Ganze auch machen mit einem Spline und einem Kreisbogen. Das würde ich also hier zeigen, den Spline und den Kreisbogen. Und dann passt sich also dieser Spline entsprechend diesem Kreisbogen im Radius an. Dann ja, den Parameter symmetrisch. Ich kann also sagen, dass zwei Elemente sich immer symmetrisch zu einer Mittelachse verhalten sollen. Ja, das heißt, ich wähle zuerst die erste Linie an, also diese Linie hier, dann die zweite Linie und dann die Mittelachse. So, jetzt sehen Sie wieder, das zweite Objekt, was ich ausgewählt habe, hat sich entsprechend angepasst, sodass diese Linien quasi symmetrisch zu der Mittelachse liegen. Die Symmetrik bezieht sich hier einzig nur auf den Winkel, den Sie zu dieser Mittellinie haben. Und das sehen Sie, wenn ich hier diese Mittellinie verändere und da entsprechend den Winkel ändere, ja, dann drehen sich diese Linien, sodass sie halt immer den gleichen Winkel zueinander haben. Also auch wenn ich das Ganze jetzt so schiebe, dann sieht das zwar zunächst mal nicht besonders symmetrisch aus, aber es heißt einfach, dass dieser Winkel hier, den Sie hier haben, gleich diesem Winkel ist. Okay, gut, das sind also die wesentlichen Parameter, die Sie für die geometrische Abhängigkeit haben. Wir schauen das Ganze jetzt mal an bei den Bemaßungsparametern, ja, was Sie damit machen können, wenn ich also ja, jetzt von diesem Teil quasi hier rüberwechsel zu den Bemaßungsparametern. Und da habe ich auch dann eine kleine Vorgabezeichnung. Die würde also so aussehen. Da fange ich jetzt zunächst mal an und würde dieses Bauteil mit entsprechenden Bemaßungsparametern versehen. Und die funktionieren eigentlich zunächst mal genauso wie normale Bemaßungen. Das heißt, ich würde hier zum Beispiel schrägen Schenkel eine Bemaßung, eine ausgerichtete Bemaßung zuweisen. Das heißt, ich wähle das aus, wähle also den ersten Punkt. Sie sehen, da erscheinen auch wieder diese kleinen Vorschau-Symbole und hier unten und habe dann diese Bemaßung quasi an der Angel und kann die platzieren. Ja, das bekommt dann also so eine Bezeichnung. Das gleiche kann ich ja machen mit dem Schenkel hier unten. Ich sage also da eine lineare Bemaßung, wieder von dem Punkt auf den Punkt und ziehe das Ganze hier runter.
So, und jetzt sehen Sie, bekommt das Ganze ja so eine Symbolik D1 gleich 4. Das heißt, da werden Variablen vergeben, die ja einfach so nach dem Zufallsprinzip vergeben werden. In dem Fall hier D1 und D2. Das Ganze kann ich ein bisschen, indem ich einfach doppelt draufklicke, kann ich das ein bisschen ja, eingehender benennen, indem ich zum Beispiel einfach sage, Schenkel 1 und Schenkel 2. So, jetzt habe ich also diese beiden Achsen hier entsprechend benannt. Dann würde ich hier den Winkel zum Beispiel mit einem Winkelparameter versehen, also die erste Linie anklicken und die zweite Linie. Ja, wird versehen mit dem Parameter Win1. Auch da kann ich doppelt draufklicken und nenne das Ganze mal Winkel. 120 Grad hat es momentan. Dann habe ich hier diese Bohrung. Da würde ich also einen Durchmesserparameter ansetzen. Klick das also an. Ja, und nenne das Ganze mal Bohrung. Ja, und dann zuletzt noch diesen Außenparameter, dann nehme ich mal den Radius. Da sage ich Dicke. Ja. Und dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich. So, was kann ich jetzt damit machen? Ich kann zum Beispiel hingehen und sagen, ich möchte einen bestimmten Parameter verändern, den Wert. Also zum Beispiel den Winkel hier. Ja, ich klicke also einfach doppelt drauf und kann das dann quasi ja, verändern. Ich sage dann, der Winkel soll sein gleich 90 und dann passt sich das Bauteil entsprechend an. Oder dieser Schenkel, ich klicke das Ganze an in so einen Bearbeitungsmodus und sage dann, der soll halt nicht 4 lang sein, sondern nur 3 Zentimeter oder was auch immer. Ja, so kann ich das Bauteil also entsprechend bearbeiten. Auf die ganz einfachste Art und Weise. Auch hier zum Beispiel die Bohrung und die Dicke kann ich entsprechend verändern. Wenn ich jetzt hier hingehe und sage, okay, die Dicke soll mal sein, nicht mehr 0,5, sondern 1, ja, dann wird das ganz schön dick. Sie sehen, das sieht ja jetzt ein bisschen unschön aus. Hier würde ich jetzt hingehen und auch hier oben dann entsprechend so ein Parameter, sodass ich auch die Dicke von diesem Teil hier zuweisen kann. Das heißt, hier setze ich dann einen zweiten Radiusparameter. So. Der hat also Radius gleich 1 und den nenne ich dann Dicke S für dicke Schenkel. Und da sage ich, der soll keinen Wert haben, sondern der soll einfach dem Wert des anderen Schenkels entsprechen, nämlich hier Dicke S für diesen schrägen Schenkel soll sein gleich Dicke, nämlich die Dicke des anderen. Ja, und dann sehen Sie, aha, hier habe ich so quasi eine kleine Gleichung eingefügt. Dieser Radius soll immer gleich dem Radius hier unten sein. Und wenn ich den Radius jetzt verändere, ja, und den jetzt zurücksetze wieder auf 0,5, ja, dann sehen Sie, passt sich das Bauteil automatisch immer in der Dicke mit an. Ein bisschen weitergehen kann ich das machen, wenn ich hier in diesen sogenannten Parameter Manager gehe. Wenn ich den veröffne, ja, dann sehen Sie, sieht das Ganze so aus. Und hier habe ich jetzt so eine Auflistung von allen Parametern und den entsprechenden Werten, die ich hier in meiner Zeichnung vergeben habe. Das heißt, hier habe ich den Wert für die Bohrung, den Wert für die Dicke, den für diesen Schenkel, die Dicke und die Länge
von Schenkel 1 und Schenkel 2 und den Öffnungswinkel. Ja, auch hier kann ich dann einfach hingehen und diese Werte entsprechend verändern und dann passt sich das Ganze entsprechend an. Was ich auch machen kann, ist hier neue Funktionen zu hinterlegen. Ja, ich kann also sagen, die Bohrung zum Beispiel soll immer der halben Dicke entsprechen. Ja, dass diese Bohrung sich quasi mit verändert, je nachdem, wie die Dicke ist. Ja, jetzt ist es ja so, die Bohrung entspricht einem Durchmesser und die Dicke dem Radius. Das heißt, das würde eigentlich der gleiche Wert sein, ja, weil der Radius ist ja die Hälfte vom Durchmesser. Und da sage ich dann einfach Bohrung entspricht der Dicke. Und wenn ich jetzt mal hingehe und die Dicke verändere, wieder auf 1, ja, dann sehen Sie, passt sich das Ganze an. Diese Bohrung wächst automatisch mit auf 0,8. Ja, da ist also auch so eine Parametrik jetzt quasi drin. Ich verändere den Winkel nochmal von dem Ganzen, kann den Schenkel verändern in der Länge und so weiter. Darüber hinaus kann ich jetzt mit Benutzerparametern arbeiten. Ja, ich kann jetzt hier sagen, Benutzerparameter möchte ich vergeben, der soll sein Länge. So, da sage ich dann für die Länge von diesen beiden Schenkeln, da greife ich auf diesen Benutzerparameter zu. Ja, das heißt, der Schenkel 2 soll dem Wert für die Länge entsprechen. Und der Schenkel 1 soll sein Länge mal ,5, ja, also der halben Länge. Das ist jetzt alles ein bisschen klein, da mache ich die Länge mal ein bisschen größer. So, und da sehen Sie, mit einem Wert, den ich jetzt verändere, würde sich quasi das ganze Bauteil anpassen. Ja, wenn ich hier einen Wert für den Benutzerparameter Länge 6 eingebe, habe ich also hier unten automatisch die Länge 6 und hier oben die Länge mit dem Faktor 0,5, weil ich ja gesagt habe, der Wert, die Länge des Schenkel 2 soll sein die Hälfte, also der Faktor 0,5 mal meine Länge. Ja, und so kann ich das Ganze dann schon entsprechend steuern. Ja, das geht jetzt vielleicht schon ein bisschen ans Eingemachte. Vielleicht habe ich Sie auch schon verloren hierbei und Sie sagen, ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu hoch. Das ist einfach so ein bisschen der Hintergrund mit dem, was Sie mit den Bemaßungsparametern machen können. Ja, grundsätzlich bei den Bemaßungsparametern ist es so, dass die, obwohl sie so aussehen wie normale Bemaßungen, auch diese Bemaßungen nicht gedruckt werden. Das heißt, das sind reine Bildschirmdarstellungsobjekte und die werden also nicht ausgedruckt. Ich habe aber die Möglichkeit, die entsprechend zu verändern. Ich kann also hier in die Einstellungen für diese Abhängigkeit reingehen, indem ich auch wieder hier auf die, diesen Einstellungsknopf drücke und dann sage, okay, ich möchte hier den Namen und den momentan eingestellten Wert, also den Ausdruck sehen auf der Bemaßungslinie oder nur den Namen oder nur den Wert. Das kann ich entsprechend verändern. Ja, wenn ich jetzt mal hier, da sehe ich jetzt quasi nur den variablen Namen angezeigt. Ja, ich mache es wieder so, wie es vorher war. Und sage dann, okay, ich kann diese Bemaßungsparameter ein- und ausblenden, wie das auch vorher war bei den Typen. Oder ich kann sagen, ich möchte diese Bemaßungsparameter konvertieren, beziehungsweise ich möchte normale Bemaßungen, die ich habe, wenn ich also ein bemaßtes Bauteil habe, so eine bestehende Zeichnung, kann ich diese normalen bestehenden Maßungen in Bemaßungsparameter konvertieren. Dafür habe ich diese Funktion hier. Da können Sie also normale AutoCAD-Bemaßungen quasi dann konvertieren und haben dann so ein parametrisiertes Bauteil im Idealfall. Okay.
dann eine Sekunde. Ja, vielleicht noch ein Hinweis. Ich hatte Ihnen ja gesagt, diese Bemaßungsparameter sind so Bildschirmobjekte, die nicht geplottet werden. Wenn Sie das möchten, dass diese geplottet werden, so in der Form, wie sie jetzt so sind, dann können Sie das auch erreichen, indem Sie einfach diese entsprechend markieren, also hier den Winkel zum Beispiel, und dann in den Eigenschaften diesen Wert umstellen von Abhängigkeitsform dynamisch auf beschriftend. Ja, und wenn Sie das machen, dann ja, verändert sich quasi dieser Bemaßungsparameter und der würde also mitgeplottet werden. Jetzt nur dieser Bemaßungsparameter. Ja, einfach in den Eigenschaften mit Steuerung 1 öffnen Sie die Eigenschaftenpalette und da gibt es hier diesen Wert für die Abhängigkeitsform. Da können Sie das dann umstellen von dynamisch, dann würde er nicht geplottet werden, auf beschriftend, dann würde er geplottet werden und dann können Sie auch bestimmte ja, Darstellungsoptionen einstellen, wie das genau dargestellt wird, welcher Bemaßungstyp verwendet wird und so weiter. Und dann verhält er sich also im Sinne der Darstellung genauso wie eine normale AutoCAD-Bemaßung und wird dann auch entsprechend mitgeplottet. Gut. Ja, dann war es das eigentlich auch zu den Bemaßungsparametern. Was ich Ihnen zeigen wollte. Ja, dann kommen wir vielleicht noch kurz zu AutoCAD LT, wie sich das Ganze in AutoCAD LT verhält, wenn ich mal hier wechsle in AutoCAD LT und mal einfach so eine Zeichnung öffne. Die jetzt mit Parametern versehen ist. Ja, die Einschränkung ist einfach, Sie sehen, okay, auch in AutoCAD LT habe ich so einen Karteireiter parametrisch, aber Sie sehen schon, dass der wesentlich reduziert ist. Ja, Sie haben also eine ganze Reihe von Werkzeugen, die Sie in reinem AutoCAD haben, in AutoCAD LT nicht zur Verfügung. Das reduziert sich im Wesentlichen hier auf die Darstellung. Ja, ich kann also hier die Parameter anzeigen und ausblenden. Ich kann die Sichtbarkeit steuern. Ich kann sagen, alle anzeigen, alle ausblenden. Aber ich kann halt und kann sie auch entsprechend editieren. Aber ich kann sie halt nicht neu erstellen. Das ist eigentlich der grundsätzliche Unterschied. Wenn Sie also eine Zeichnung bekommen in AutoCAD LT, die Parametrik bereits zugewiesen hat bei den Bauteilen, dann können Sie die entsprechend editieren und verändern. Aber Sie können keine neuen Parameter hinzufügen. Ja, und das ist jetzt so eine Zeichnung, die mit der AutoCAD Standardversion erstellt wurde und jetzt hier in AutoCAD LT geöffnet wird. Das heißt, da sehen Sie, okay, entsprechend diese Parameter, da kann ich jetzt auch hingehen und den entsprechend verändern. Ich habe auch den Parameter Manager zur Verfügung. Das heißt, wenn ich den hier öffne, dann sehen Sie hier die einzelnen Parameter. Da kann ich also zum Beispiel hier den Winkel verändern von diesem Bauteil. Ja, oder die Länge von diesem Arm hier und so weiter. Aber ich kann eben keine neuen Parameter hinzufügen. Und das ist halt die Limitierung. Das kann unter Umständen ein bisschen verwirrend sein, wenn Sie so eine Zeichnung bekommen und ja, die sieht dann zunächst mal so aus und Sie wollen das entsprechend, ja, hat dann noch hier die ja, es ist also entsprechend so eingestellt, dass diese Bemaßungsparameter auch nicht angezeigt werden. Und Sie fangen jetzt an, dieses Bauteil dann irgendwie zu bearbeiten. Dann sehen Sie, oh, das verhält sich ganz komisch. Ja, das ist jetzt nicht wirklich ein Block, aber auch nicht wirklich eine Polylinie. Was ist denn das? Ja, und da sind Sie unter Umständen vielleicht erstmal ein bisschen verwirrt. Aber das kann dann halt sein, dass hier mit einer entsprechenden Parametrik gearbeitet worden ist. Das sehen Sie immer durch dieses leider sehr leicht zu übersehende kleine Hilfezeichen, wenn Sie so ein Bauteil, so eine Linie überfahren, dann wird dieses ganz kleine Zeichen da am Cursor angezeigt. Das weist darauf hin, dass hier das Bauteil oder die Linie mit einer Parametrik versehen ist. Ja, und dann kann ich die halt entsprechend anzeigen, wenn ich sage, okay, ich möchte die Bemaßungsparameter mal anzeigen oder die geometrischen Parameter, dann sehen Sie, aha, was ist hier los und da ist also mit den
mit so einer Parametrik gearbeitet worden. Das ist im Prinzip der Unterschied zwischen der AutoCAD-Standard-Version und der AutoCAD-LT-Version im Hinblick auf die Parametrik. Okay, als letzten Hinweis noch, Sie haben es wahrscheinlich schon gesehen oder vermutet, es gibt diesen Befehl Abhängigkeiten löschen. Da kann ich natürlich hingehen und diese Abhängigkeiten entsprechend entfernen von den Bauteilen. Ja, oder auch die Bauteile, die Parameter einzeln anwählen. Ups, und dann sagen, wenn ich mit der rechten Maustaste draufklicke, kann ich auch sagen löschen und dann würden halt einzelne parametrische Zuweisungen entfernt werden. Okay, ja, dann war es das im Prinzip von der Live-Demo, die ich Ihnen zeigen wollte. Wir schauen nochmal kurz, was wir noch für Sie zusammengestellt haben. In der PowerPoint finden Sie noch weitere Hinweise auf die Hilfedatei. Das heißt, hier finden Sie den Verweis, ja, wo finden Sie die Dokumentation für die geometrischen Abhängigkeiten in der Hilfe. Das haben Sie also hier entsprechend dargestellt, geometrische Abhängigkeiten in der AutoCAD-Hilfedatei, Bemaßungsabhängigkeiten auch entsprechend in der Hilfedatei nochmal genau dokumentiert. Ja, dann das Thema Anzeigen und Überprüfen von geometrischen Abhängigkeiten. Auch das ist ein interessantes Thema, was in der Hilfedatei entsprechend dokumentiert ist. Ja, und so weiter. Noch der Hinweis auf das Knowledge Network, wo sich die Anwender gegenseitig helfen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, da nicht so richtig weiterkommen, können Sie sich natürlich neben der Möglichkeit, sich an uns zu wenden, auch an die Community wenden und da andere Anwender fragen. Und da haben Sie in der Regel auch sehr schnelle Reaktionszeiten. Eine Kurzübersicht der Grundoptionen in AutoCAD und der Blog von Heidi Hewitt. Heidi Hewitt ist eine Autodesk-Mitarbeiterin, die da sehr aktiv ist und so ein bisschen Hintergrundwissen und wissenswerte Tipps und Tricks auf ihrem leider englischsprachigen Blog veröffentlicht. Aber es ist durchaus ratsam, da mal reinzuschauen. Okay, bevor wir jetzt dann zu den noch offenen Fragen und Antworten kommen, hätte ich noch eine letzte Frage an Sie. Und zwar, ja, wie immer, die Frage, haben Sie bei dem heutigen Webinar etwas Neues gelernt, etwas Neues, was hoffentlich hilfreich für Sie ist oder was Sie vielleicht in Ihre tägliche Arbeit mit einfließen lassen und was vielleicht ja, interessant für Sie war, dann ist das natürlich ein hilfreiches Feedback für uns. Ja, und ich sehe, dass auch der Großteil von Ihnen oder der allergrößte Teil eigentlich ja, das Gefühl hat, okay, das war jetzt was Neues, was ich vorher so noch nicht kannte. Das freut uns natürlich. Vielen Dank für die Antwort. Okay. Ja, dann schaue ich mal, was sich noch an Fragen ergibt. Holger? Ja, Carsten. Holger, kannst du mich hören? Ja, ich bin da. Es gab heute eine Frage, und zwar das Plotten der Bemaßungsparameter, das hast du schon beantwortet. Man kann sie generell nicht plotten, es sei denn, man stellt sie als Beschriftung um in den Eigenschaften. Genau. Genau, ja, das ist eigentlich auch die Art und Weise. Es gab noch in dem englischsprachigen Webinar eine ganz interessante Frage, ob die Parameter auch verwendet werden können für AEC-Objekte. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt mit diejenigen von Ihnen, die mit AutoCAD Architecture arbeiten, ja, ob das auch verwendet werden kann für Wände zum Beispiel, ja, oder andere AEC-Bauteile. Da muss man sagen, das geht mit Einschränkungen, die Regel ist die Einschränkung, dass es im Plan, also in der Draufsicht verwenden sollten. Das heißt, da würde es funktionieren, dass Sie also sagen, okay, die zwei Wände sollen halt in einem rechten Winkel zueinander stehen. Das können Sie machen. In der 3D-Ansicht geht es nicht. Also da ja, jetzt zu sagen, okay, Fenster in einer Wand sollen halt irgendwie sich kolinear verhalten oder sowas, das geht nicht. Aber in der Planansicht würde das funktionieren. Okay, ja, dann schließe ich daraus, dass hier keine weiteren Fragen mehr sind. Dann schauen wir noch kurz, was wir dann als weitere Themen für Sie haben. In zwei Wochen von heute aus, am 6. August 2015, haben wir das Thema Rendering-Einführung in AutoCAD. Das wird mein Kollege Carsten Sänger Ihnen präsentieren. Da geben wir Ihnen also einen kurzen Überblick, ja, wie so generell
das Rendering zum Erstellen von fotorealistischen Bildern in AutoCAD funktioniert. Das heißt, wie Sie da Materialien verwenden, welche Möglichkeiten der Einstellung in Bezug auf Lichtquellen und so weiter es da gibt. Dann, Entschuldigung, 2 Wochen später, am 20. August, haben wir das Thema Notruf 110. Das heißt, ja, was passiert oder was machen Sie, wenn irgendwas ganz schief gelaufen ist? Wie reparieren Sie? Wie stellen Sie wieder her bestimmte Zeichnungen, die irgendwie defekt sind? Wie stellen Sie AutoCAD zurück, was irgendwie sich zerschossen hat? Das heißt, ja, was sind so die Erste-Hilfe-Maßnahmen, wenn etwas ganz schief gelaufen ist? Das erwartet Sie am 20. August. Und ja, dann freuen wir uns, wenn Sie dann wieder dabei sind. Und ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und ja, hoffe, dass Sie dann beim nächsten Mal auch wieder dabei sind und ja, weiterhin Interesse haben an diesem Webinar. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.